Zwei Schulen, die etwa 13 Kilometer voneinander entfernt sind, die Sophienschule in Kolditz und die Oberschule in Grimmers Ortsteil Böhlen. Beide Schulen etwa gleich alt, die eine in der Kleinstadt, die andere auf dem flachen Land. Durch den Beschluss des Stadtrates von Grimma, die Oberschule in Böhlen durch einen Neubau zu ersetzen, geriet man mit der Nachbarstadt Kolditz in Streit. Den Neubau in der ländlichen Region kann man als Lichtblick in der sächsischen Schullandschaft betrachten, da man eher dazu neigte, Schulen auf dem Land zu schließen und die Kinder in die angrenzenden Städte zu fahren. Mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Einer Modernisierung des 1886 erbauten zweiklassigen Schulgebäudes inklusive Lehrerwohnung in Böhlen mit seiner Erweiterung in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und mit dem Anbau 20 Jahre später steht die Sinnhaftigkeit entgegen. Nun fürchtet aber auch die Stadt Kolditz, dass die Attraktivität ihrer Bildungseinrichtung unter dem Neubau leidet und sich noch mehr Eltern dazu entschließen, ihre Kinder aufs flache Land zu schicken. Warum der Schulneubau in Böhlen keine Option aus Sicht des Kolditzer Bürgermeisters Matthias Schmiedel ist, sondern eine Gefährdung der Entwicklung von Kolditz darstellt, erläutert er. Die Gefährdung liegt darin, dass wir keine Zweizügigkeit haben. Ganz kurzes Statement, ich habe es letztens im Gemeinderat schon gesagt. Wir haben zum Beispiel Zuzug auf dem Sophienplatz, also derjenige, der auf den Sophienplatz zieht, sieht die Schule und schickt sein Kind, was in der 7. oder 8. Klasse gehen soll, im Bus. Und das fährt nach Böhlen oder fährt nach Geithain. Warum? Weil die eine Klasse, die bei uns ist, mit 30 Schülern überbelegt ist. Aha. Wenn also Kolditz Perspektive braucht, braucht sie zwei Züge, sonst hat sie keinen Zuzug. Wer zieht denn in die Stadt, wenn ich nicht mal mein Kind in die Realschule schicken kann? Durch die Einreichung eines Nomenkontrollverfahrens beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen möchten die Stadtväter von Kolditz ihre Belange besser berücksichtigt wissen. Das Oberverwaltungsgericht wird wahrscheinlich ein Urteil bis zum Frühjahr 2018 sprechen. Bis dahin sind die Baupläne nicht ausführbar. Um die Verantwortlichen in Kolditz von der weiteren Verfolgung des Klageweges abzubringen, kamen über 150 Schülerinnen und Schüler mit einem Teil der Elternschaft und Lehrer sowie dem Elternsprecher mit 3.337 Unterschriften aus Böhlen zu einer Mahnwache vor das Rathaus in Kolditz. Elternsprecher Sören Weigt-Geiler erläutert uns, warum der Schulneubau in Böhlen so wichtig ist. Der Schulneubau in Böhlen ist deshalb so wichtig, da wir aus Platzgründen die Kinder nicht mehr richtig unterrichten können. Wir würden gerne eine größere, modernere Schule haben, genauso wie es die Stadt Kolditz hat. Die Stadt Kolditz hat zurzeit eine wunderbar eingerichtete Schule und wir in Böhlen wollen, dass für alle Schüler die Gleichberechtigung da ist und deshalb auch der Schulneubau notwendig wird. Für den Schülersprecher Julian Schafranek hat die Mahnwache ebenfalls eine wichtige Bedeutung. Wir bezwecken wollen, dass unsere neue Schule gebaut wird, also dass die Klage aufgehoben wird von Kolditz, weil wir einfach zu wenig Platz in unserer Schule haben und die echt nicht auf dem neuesten Stand ist, also veraltetes Mobiliar und alles. Und wir haben einfach zu wenig Platz. Und deswegen hoffen wir auf die Vernunft vom Bürgermeister, von Herrn Schmiedel, dass er die Klage aufhebt und uns unsere neue Schule bauen lässt. Eine Gefährdung des Schulstandortes Kolditz ist nach Lage der Dinge nicht zu erwarten, da es keine zwingende Notwendigkeit gibt, eine Schule zweizügig zu führen. Mit einem attraktiven Ganztagesangebot und der neuen Turnhalle im Rücken der Schule kann die Kolditzer Schule durchaus bei den Eltern und Kindern punkten und muss vor der Schule auf der grünen Wiese keine Angst haben. Am Ende läuft der Streit um eventuelle Formfehler darauf hinaus, dass erhebliche Geldmittel von beiden Kommunen für den Rechtsstreit erbracht werden müssen und die Kinder und Lehrer auf dem flachen Land die Leidtragenden sind.